Yo Leute, was geht? Flakes hier. Ich glaube, heute gibt es ein richtig krankes Video für euch. Man kann auch schon sagen, dass es irgendwie ein Special-Video ist, denn heute stellen wir einen Account von einem YouTuber vor, der heißt System. Link ist unten in der Beschreibung. Er macht auch Fortnite-Videos, den könnt ihr gerne abchecken. Lasst ihm Liebe da, lasst ihn Abos da. Der Junge hat es verdient. Und heute werden wir seinen Account vorstellen, Leute. Ich kenne nur einige Skins von ihm und die sind schon ultra krank, Leute. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Lasst ein Like da und ein Abo für dieses Special-Video. Und ich will auch, dass ihr diesen Account in den Kommentaren bewertet. 1 von 10 ist das Schlechteste und 10 von 10 ist das Beste, Leute. Kommentiert unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir checken diesen Account mal ab, Leute. Was mir direkt aufgefallen ist, der Junge hat einfach 71.530 V-Bucks. Was ist los mit dir? Ich hatte, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele V-Bucks auf einem Account. Das ist ultra krank, Leute. Aber wir gehen jetzt direkt mal in die Karriere und checken mal sein Kontolevel ab. Er ist Kontolevel 2582. Er ist ein höheres Level als ich. Das finde ich mies, dass er höher ist als ich. Das ist schon mal ultra krank. Man merkt, er spielt schon sehr, sehr lange, Leute. Wir gehen auf das Profil und checken mal seine Wins ab. Solo 68 Siege. Naja, nicht mal die 100 geknackt. Duo 387. Ich weiß, dass er viel streamt und viel mit der Community zockt. Deswegen hat er wahrscheinlich viele Duo-Wins und auch viele Team-Wins. 760 Team-Wins. Okay, das ist krank. Das ist mega, mega krank. Aber wir gehen jetzt direkt in den Spind und checken mal ab. Der Schlawiner hat natürlich alles auf Standard gesetzt, damit ich nicht gespoilert werde. Und wir gucken uns jetzt mal erstmal die Banner an, Leute. Ich muss gucken, ob er den OG-Bus-Banner hat. Wenn er den OG-Bus-Banner hat, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Dann wissen wir schon, dass das ein OG-Account ist, Leute. Wir gehen mal durch, gucken, ob er den OG-Bus-Banner hat. Er hat einige Banner am Start, Leute. Und ich muss mich hier auch sehr beeilen, damit das Video nicht zu lange wird, Leute. Falls ihr noch kein Like dagelassen habt, lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen für diese nicen Videos. Und ich muss abchecken, wo ist der OG-Bus-Banner? Hier ist der OG-Bus-Banner, Leute. Er hat den OG-Bus-Banner drauf. Mega nice. Okay, okay, ich bin gerade mega nervös, ihr wisst schon. Weil ich will nicht zu viel spoilern. Wir gehen direkt zu den Musikschallplatten. Und da können wir auch mal durchscrollen erstmal. Und dann kann ich euch sagen, was die nicesten Musikschallplatten sind. Wie immer, der OG-Remix und Original-Klassisch sind drauf. Wir wählen direkt mal den OG-Remix aus. Gucken mal, wie viele Schallplatten er insgesamt hat. 68 ist nice, aber nicht so wichtig. Wir kommen zu den Ladebildschirmen. Da scrollen wir natürlich auch langsam durch. Okay, er hat sehr, sehr viele Ladebildschirme. Holy moly. Auch an den Ladebildschirmen kann man erkennen, dass er schon sehr, sehr lange Fortnite spielt. Und er hat, sage und schreibe, 284 Ladebildschirme. Krank. Aber ich mache es gerne auf zufällig, deswegen machen wir das auch jetzt. Wir kommen zu den Lackierungen und checken das Ganze mal ab, scrollen hier mal durch und er hat sehr, sehr viele Lackierungen, Leute. Holy moly. Ich werde heute wahrscheinlich während dieser Account-Vorstellung sehr oft Holy moly sagen, weil ich werde sehr überrascht sein, Leute. Er hat 218 Lackierungen, die animierten 98, also fast 100 animierte Lackierungen. Und wir gucken, ob er die Magma-Lackierung hat. Meine Lieblingslackierung. Ich denke schon, dass er sie hat. Ja, er hat sie auf alles anwenden. Ist schon sehr nice bis jetzt, Leute. Bis jetzt wurde ich noch nicht enttäuscht. Wir gehen zu den Kondensstreifen, Leute. Scrollen hier auch durch. Und ihr wisst ja, welche die wichtigsten Kondensstreifen sind. Wir checken mal ab. Er hat 93 Kondensstreifen und wir gehen auf Season 3. Und er hat die OG-Kondensstreifen aus Season 3. Da wählen wir direkt Flammen aus. Mega nice. Das sieht schon mal sehr gut aus. Aber das hat nichts zu bedeuten, Leute. Er kann mich immer noch getrollt haben. Ich weiß es nicht. Aber ich denke nicht, dass er sowas macht. Wir gehen zu den Emotes, filtern direkt mal nach Emotes. Und er hat 390 Emotes. Ist schon nice. Also wirklich, ich weiß nicht, wie viele ich habe, aber 390 Tänze zu haben, ist schon krass. Wir scrollen hier durch, denn er hat mir gesagt, er hat die wichtigsten Sachen favorisiert. Deswegen, ihr könnt hier stoppen, um zu sehen, ob er hier was Krankes hat.
Ich werde da nicht drauf achten, ich will mich nicht spoilern lassen. Wir geben das gleich in der Suchleiste ein. Wir gucken mal, was er hier so drauf hat. Zack, zack, zack. Ich scroll nur für euch runter. Falls ihr da irgendwas Seltenes entdeckt, Itemshop-Tänze, die selten sind, die lange nicht drin waren. Wir gehen natürlich zu den Battle Pass-Tänzen. Wir gehen erstmal Season 1. Oh nein, da habe ich schon gesehen. Er hat kein Bel Air. Okay, dann gehen wir auf Season 2. Und er hat den Season 2 Battle Pass drauf. Der Wurm ist am Start. Dann haben wir Ponyred und Zahnseide ist auch drauf. Okay. Okay, Bro. Okay, du hast mir nicht zu viel versprochen. Du hast mir echt nicht zu viel versprochen. Und Leute, ich habe euch auch nicht zu viel versprochen. Ich glaube nämlich, das ist der krankeste Account, den ich je in meinem Leben vorgestellt habe. Zieht euch das mal rein. Wir haben Zahnseide ausgewählt. Ihr habt schon gesehen, was drauf ist. Wir gucken mal zur Sicherheit noch, ob er hier aus Season 3 natürlich Loser Dance am Start hat. Beste Kumpel ist auch drauf. Das heißt, wir wissen jetzt, dass er Season 3 Battle Pass hat, Season 2 Battle Pass. Und ich würde sagen, wir gehen zu den Gleitern, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ich gucke nicht hin. Wir gehen nachher zu den Favorisierten. Wir scrollen hier ganz kurz durch für euch, Leute. Ihr werdet wahrscheinlich schon krasse Dinge sehen. Ich gucke in die Kamera. Ihr könnt gerne die Gleiter anschauen. Aber ich will mich nicht spoilern lassen. Er hat einige Gleiter am Start. Sehe ich hier auch schon. Holy moly. Wie viele Gleiter sind es? 200 Gleiter. Okay. Ich hatte, glaube ich, noch keinen Account mit 200 Gleitern. Wir gehen in die Favoriten und checken ab, was er da hat. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wir haben die Schneeflocke am Start. Nichts Besonderes, aber selten. Dann haben wir, was ich dachte, den seltensten Gleiter im ganzen Spiel. Aber das stimmt nicht. Er hat aber zwar den Marco-Gleiter, aber dieser Gleiter hier ist anscheinend der seltenste Gleiter im ganzen Spiel. Das ist der vom Aerial Assault Trooper. Der soll mega selten sein. Wie hat man diesen Gleiter bekommen? Ist der aus dem Shop? Ist der aus irgendeinem Season Pass? Ich bin mir da gar nicht sicher. Und dann der Hängegleiter des Gründers. Ich weiß es nicht. Nee, der ist, glaube ich, nicht selten. Dafür braucht man einfach Rette die Welt, glaube ich. Aber Leute, der hier ist auch mega selten, aber ist nur ein Shop-Gleiter, der halt selten ist. Den kann man, glaube ich, nicht mehr bekommen. Patriotischer Luftangriff. Mega krank. Okay, er hat den Aerial Assault Trooper Gleiter drauf und natürlich Hüftenschwinger Season 2 Battle Pass. Wir wählen aber den Aerial Assault Trooper Gleiter aus. Den hatte ich, glaube ich, noch nie in einer Account-Vorstellung, Leute. Wir gehen jetzt zu den Spitzhacken. Scrollen hier auch durch, Leute. Denn er hat mir, wie gesagt, gesagt, dass er alles Wichtige favorisiert hat. Deswegen gehen wir hier durch und gucken mal nach. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Ich schaue auch nicht genau, Leute. Ich schaue auch nicht genau drauf. Nee, nee, nee. Ich will mich nicht spoilern lassen. Deswegen scrolle ich hier durch. Und, Alter, das sind viele Hacken. Das sind so viele Hacken. Holy. Wir sortieren mal. 326 Spitzhacken und favorisiert sind 14 Stück. Krank. Ey, Bro, allein schon von den ganzen Gleitern, Spitzhacken und Tänze, es ist eine 6 von 10, ohne dass ich die Skins gesehen habe. Aber wir gehen in die Favoriten. No way. Ey, er hat einfach bis der schwarzen Witwe, sehe ich gerade. Holy. Dann hat der ACDC am Start und das wusste ich zwar schon, aber es ist immer wieder krass, diese Spitzhacke zu sehen. Vom Renegade Raider. Einfach Season 1. Zieht euch diese Spitzhacke mal rein, wie nice die aussieht. Keine Spitzhacke hat diesen Style am Start. Das sieht einfach zu krank aus. Ey, no joke. Der Account hat sich geupgradet auf eine 8 von 10 schon. 8 von 10, ohne dass ich die Skins gesehen habe. Holy. Er hat die Renegade Raider Spitzhacke drauf. Und dann einige seltene Spitzhacken hier von dem Shop, die aber wieder reinkommen könnten. Deswegen sind die nicht so nice. Aber Renegade Raider Spitzhacke. Aerial Assault Trooper Gleiter. Leute, was erwartet mich noch? So, es ist Zeit für die Skins, Leute. Wir scrollen durch, okay? Wir scrollen hier durch. Aber wir gehen gleich zu den favorisierten Skins, Leute. Zieht euch rein, wie viele Skins er hat. Wir sehen hier den schwarzen Ritter. Aber ich lasse mich nicht ablenken. Wie viele Skins sind hier bitte drauf? Wir schauen gleich nach, Leute, ob er einen OG-Skin drauf hat. Ich will nicht draufschauen, Leute. Vielleicht habt ihr irgendwas Krasses schon gesehen.
Ich weiß es nicht. Aber zieht euch mal rein, wie lange ich hier runterscrollen muss. Ich habe noch nichts gesehen. Ich gucke den schönen schwarzen Ritter gerade an. Ich gucke ihn schön an. Und Leute, wir gucken jetzt, wie viele Skins er insgesamt hat, Leute. Sortieren und filtern. 523 Skins. Okay. Er hat mehr Skins als ich. Ich habe, glaube ich, 450. Er hat fast 100 Skins mehr. Holy, okay. Wir kommen zu den Favoriten, zu den krassen Skins. Okay, wollen wir keine Zeit verlieren, Leute. Wir gehen drauf. Und wir sehen schon über meiner Facecam. Und hier, er hat den Renegade Raider, Leute. Darauf habt ihr alle gewartet. Er hat den Renegade Raider am Start. Er hat den Aerial Assault Trooper am Start. Den Fallschirm Trooper. Das sind schon zwei OG-Skins. Wir checken ab. Skull Trooper. Er hat den OG Skull Trooper. Dritter OG-Skin. Wir gehen weiter. Wir müssen weiter abchecken. Hat er den OG Ghoul Trooper am Start? Warum ist er favorisiert? Er hat den OG Ghoul Trooper am Start. 4 OG-Skins plus den schwarzen Ritter. 5 OG-Skins. Ey, 10 von 10. 100 von 10. 1000 von 10 Account. Ey, zieht euch rein. Ganz seltene Shop-Skins. John Wick ist am Start. Exklusiv-Skins sind auch hier drauf. Ey, was soll ich dazu sagen? Iconic ist drauf. Wildcat-Skin ist drauf. Dann haben wir die royalen Ritter natürlich. Und ganz viele seltene Shop-Skin. Wie gesagt, ey, ich kann nicht mehr reden. Wir haben Twitch Prime drauf. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der krasseste Account, den ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Geht in die Beschreibung, klickt auf seinen Kanal und lasst ihn Grüße von mir da, von Flakes. Abonniert seinen Kanal, liked seine Videos. Der Typ hat es verdient für diesen Account. Danke, dass ich ihn vorstellen durfte und bewerten durfte, Bro. Das ist einfach legendär. Kuss geht raus, das wird es mit dieser Vorstellung gewesen sein. 71.000 V-Bucks, Leute. Lasst ein Like da und ein Abo für dieses Video. Ist mega krank. Kuss geht raus, euer Flakes. Ciao.